Die Todesstrafe ist die höchstmögliche Strafe, die man erhalten kann, denn man überlebt sie nicht, würde man zumindest denken. Doch tatsächlich gibt es immer wieder Verbrecher, die die Todesstrafe auf wundersame Weise überlebt haben. Im heutigen Video zeigen wir euch daher die unglaublichsten Fälle von Straftätern, denen weder Strick noch Spritze oder Kugeln etwas anhaben konnten. Wir starten unser Video mit Ginge Flosungen. Die Frau mit dem schwer aussprechbaren Namen war im Jahr 1978 in die Entführung eines Kindes und einen Mordkomplott in Thailand verwickelt und wurde daher zum Tod durch Schusswaffe verurteilt. Die 51-Jährige vergrub ihr Opfer damals in einem festlichen Ritual, um später nicht von dessen Geist heimgesucht zu werden. Von der Polizei erwischt wurde sie aber trotzdem. Nachdem die Verbrecherin dann von einem Erschießungskommando hingerichtet wurde, wurde ihr Körper in eine Leichenhalle gebracht. Und hier passierte dann das Wunder. Tatsächlich fing die 51-Jährige in der Leichenhalle nämlich an zu schreien und stand sogar wieder auf. Wie sich herausstellte, hatte sie eine körperliche Besonderheit namens Situs inversus gerettet. Bei dieser Anomalie befinden sich die Organe spiegelverkehrt im Körper und so wurden diese von den gezielten Schüssen nicht getroffen. Letztlich nützte das der Verbrecherin aber wenig, denn die Frau, die durch den Vorfall einen riesigen Medienrummel auslöste, wurde kurz danach noch einmal vor einen Henker gestellt. Dieses Mal war dieser auch erfolgreich. Übrigens, da wir immer wieder gefragt werden, wie wir unsere Videos eigentlich machen, haben wir heute noch einen Geheimtipp für euch. Und zwar die Videobearbeitungssoftware Filmora. Mit dieser könnt ihr problemlos und spielend leicht professionelle Videos schneiden und sämtliche Animationen und Effekte mithilfe einer riesigen Datenbank an passenden Vorlagen erstellen. Außerdem könnt ihr dank neuer Features wie den AR-Stickern oder dem Add-on AI Portrait auch fortgeschrittene Funktionen wie zum Beispiel Gesichtserkennung nutzen. Filmora gibt es übrigens nicht nur auf dem PC, sondern inzwischen auch fürs Smartphone. Wenn ihr mehr erfahren wollt, checkt einfach den Link in unserer Videobeschreibung aus und ladet euch Filmora herunter. Aber jetzt weiter mit dem Video. Der nächste Verbrecher in unserer Liste schaffte es nach der Todesstrafe immer noch über ein Jahr weiterzuleben, aber der Reihe nach. Im Jahr 1944 brachte der damals 16-jährige Willie Francis im US-Bundesstaat Louisiana seinen Chef zur Strecke und wurde kurze Zeit später mit dessen Portemonnaie in der Tasche erwischt. Für sein Verbrechen wurde der Teenager vor Gericht zum Tod durch den elektrischen Stuhl verurteilt, was eigentlich eine sehr sichere Hinrichtungsmethode ist. Nicht jedoch bei Willie Francis. Nachdem der Strom auf dem elektrischen Stuhl eingeschaltet wurde, starb er nämlich nicht, sondern schrie laut, dass man ihm seine Kapuze abnehmen soll, damit er atmen kann. Tatsächlich war der Mann, der den elektrischen Stuhl vorbereitet hatte, so betrunken gewesen, dass er einige Kabel falsch verbunden hatte. Nach dem misslungenen Versuch probierte ein Anwalt, der die Hinrichtung des Teenagers für unangemessen grausam hielt, zu verhindern, dass ein zweiter Versuch unternommen wurde. Obwohl in der Zwischenzeit ernsthafte Zweifel an der Schuld des 16-Jährigen entstanden, wurde ein neuer Termin angesetzt und der Stromschlag war etwas über ein Jahr später dann stark genug, um das Leben von Willie Francis zu beenden. Übrigens, was ist eigentlich eure Meinung zur Todesstrafe? Lasst es uns mal in den Kommentaren wissen. Weiter geht's mit dem unglaublichen Fall von Doyle Lee Ham, der schon von klein auf als Verbrecher aufwuchs. Er verbrachte seine Kindheit im ländlichen Alabama in den USA und seine kriminelle Familie machte ihm schon früh klar, dass er kein richtiger Ham sei, wenn er nicht rausgehe und Leute bestehlen würde. Nach vielen Einbrüchen, Körperverletzungen und Diebstählen legte er im Alter von 30 schließlich einen Mann um,
damit er ihm $350 stehlen konnte. 1987 wurde er dafür zum Tode durch die Giftspritze verurteilt. Anschließend saß Doyle Lee Ham ganze 3 Jahrzehnte im Todestrakt, bis die Todesstrafe schließlich vollstreckt wurde. Oder sagen wir besser, bis man es versuchte. Denn tatsächlich ließ sich bei ihm aufgrund einer Krebserkrankung kein venöser Zugang legen, wie es bei dieser Hinrichtungsmethode üblich ist. Und so versuchten die Ärzte ganze 2 Stunden lang ihm Nadeln einzuführen, um eine brauchbare Vene zu finden. Schließlich musste die Hinrichtung, die sich der Verbrecher zu diesem Zeitpunkt sehnlichst selbst wünschte, abgebrochen werden, und ein weiterer Versuch wurde abgesagt, weil dieser als unmenschlich angesehen wurde. Doyle Lee Ham verstarb 4 Jahre später schließlich an Krebs im Gefängnis. Der nächste Verbrecher auf unserer Liste überlebte die Todesstrafe nicht nur einmal, sondern tatsächlich ganze 3-mal. Der 20-jährige Engländer John Babbacombe Lee wurde im Jahr 1884 des Mordes angeklagt und schließlich zum Tode durch den Strick verurteilt. Nachdem der Strick um seinen Hals gelegt wurde, öffnete sich die Falltür unter ihm allerdings nicht, weshalb der Engländer die Todesstrafe überlebte. Nachdem die Scharfrichter noch 2 weitere Versuche unternahmen und beide aus demselben Grund misslangen, legte der Richter fest, dass die Todesstrafe in eine lebenslange Freiheitsstrafe gewandelt wird. Weiter geht's mit einer besonders grausamen Art von Todesstrafe, die deutlich heftiger als die bisher genannten ist. Es geht nämlich um die Steinigung, eine uralte Praxis, die in manchen Ländern noch heute zum Einsatz kommt. Im Jahr 1997 wurde die damals 20-jährige Soleika Kadoka im Iran wegen einer außerehelichen Beziehung, die dort ein Verbrechen darstellt, zum Tode durch Steinigung verurteilt. Dafür wurde sie bis zur Hüfte im Sand eingegraben und dann so lange mit Steinen beworfen, bis man ihren Tod feststellte. Nachdem die junge Frau in eine Leichenhalle gebracht wurde, stellte man dort aber überraschenderweise fest, dass sie noch lebte. Zu ihrem großen Glück wurde sie dann in ein Krankenhaus gebracht und die Dorfältesten, die sie zum Tode verurteilt hatten, versprachen, dass ihr vergeben wird, wenn sie überleben sollte. Tatsächlich erholte sich die junge Frau dann auch wieder, und da der Fall einen internationalen Aufschrei auslöste, wurden alle Vorwürfe gegen sie fallen gelassen. Sie wurde freigesprochen und lebt bis heute noch. Falls ihr euch gerade fragt, warum dieser Mann so entstellt aussieht, müsst ihr euch auch seine unglaubliche Geschichte anhören. Der mexikanische Soldat Wenceslao Moguel wurde nämlich während der mexikanischen Revolution 1915 zum Tod durch Schusswaffe verurteilt. Dabei wurde dann nicht nur einmal oder 2-mal auf ihn gefeuert, sondern ganze 8-mal. Als er auf dem Boden lag, schoss man auch noch in seinen Kopf, um sicherzustellen, dass er garantiert nicht mehr lebte. Doch Wenceslao Moguel war nicht tot. Tatsächlich wurde er am nächsten Tag zwischen seinen toten Kameraden aufgefunden und man stellte fest, dass er noch atmete. Nach einer langen und schmerzhaften Heilungsphase lebte der zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung 25-jährige Soldat noch bis zu seinem Alter von 86 Jahren und wurde durch sein unglaubliches Glück zu einem gern gesehenen Gast in Radioshows, in denen er seine Geschichte erzählte. Auch der 37-jährige Iraner Ali Sera hatte großes Glück, wenn man es so nennen will. Im Jahr 2013 wurde der Mann nämlich mit einem ganzen Kilo Rauschgift erwischt. Selbst im liberalen Deutschland stünden auf dieses Verbrechen 10 Jahre Haft. Im Iran steht darauf allerdings die Todesstrafe. Und so wurde der 37-Jährige erhängt und nachdem er ganze 12 Minuten am Strick hing, schließlich für tot erklärt. Als er dann, wie durch ein Wunder, im Leichenschauhaus wieder aufwachte und anschließend im Krankenhaus aufgepäppelt wurde, hatte er allerdings zunächst keinen Grund zur Freude. Das Gesetz im Iran besagt nämlich, dass die Todesstrafe nur bei Menschen durchgeführt werden darf, die bei Bewusstsein und relativ guter Gesundheit sind. Im Klartext, die Ärzte pflegten Ali Sera im Krankenhaus nur gesund, damit er bereit für einen neuen Hinrichtungsversuch ist. Da der Fall aber international für
riesiges Aufsehen sorgte und zahlreiche Menschenrechtsorganisationen sich einschalteten, legte der iranische Justizminister fest, dass der Mann doch nicht hingerichtet werden soll. Stattdessen muss der Verbrecher aber nun eine lebenslange Haftstrafe absitzen. Der letzte Verbrecher auf unserer Liste toppt in puncto Todesstrafe über Leben wirklich alles. Der Fall des wegen mehrerer furchtbarer Verbrechen zum Tode verurteilten US-Amerikaners Rommel Broom sorgte nämlich für internationale Aufmerksamkeit, weil die Hinrichtung per Giftspritze bei ihm im Jahr 2009 unglaubliche 18 Mal misslang. Bei Rommel Broom fand man nämlich einfach nie eine Vene an seinem Körper, die sich zum Einspritzen des Giftes als geeignet erwies. Der Verbrecher wollte dem Vollstreckungspersonal sogar dabei helfen, ihn hinzurichten und zeigte ihnen verschiedene Körperstellen, die er für geeignet hielt. Nachdem jedoch kein Versuch klappte, wurde seine Hinrichtung immer wieder verschoben, bis sie schließlich auf den 17. Juni 2020 festgesetzt wurde. Rommel Broom starb jedoch 2 Monate vorher an Corona. Wenn euch dieses Video gefallen hat, seht euch auch unbedingt unser Video über 7 Verbrecher an, die die ganze Welt schockierten. Und vergesst nicht, Wissenswert zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!